Ich will mich im folgenden Exkurs mit einer Gedankenfigur beschäftigen, die eine große Wirkung gezeitigt hat und auf den französischen Strukturalisten Michel Foucault zurückgeht, das Dispositiv. Warum sollten wir uns mit dem Dispositiv beschäftigen? Nun, das Dispositiv hat eine gewisse Verwandtschaft zu dem, was ich im Schatten der universalen Maschine eine soziale Plastik genannt habe. Ich will gar nicht verhehlen, dass ich mich dem Einfluss Foucaults gar nicht habe entziehen können. Als ich als junger Mann seine Ordnung der Dinge gelesen habe, da war es quasi eine Offenbarung, dass man eine neue Art finden könnte, in die Geschichte zurückzusteigen, was letztlich eben auch eine Inspiration war für dieses mein Anliegen, die Geschichte der Maschine nachzuvollziehen. Wenn ich jetzt diese ausdrückliche Danksagung voranstelle, dann auch deswegen, weil es im Folgenden weitgehend um eine Kritik des Foucaultschen Dispositivs gehen wird. Man sollte annehmen, dass ein Gedanke, der so eine große Wirkung gehabt hat, und ohne den große Teile von Academia gewissermaßen in einer geistigen Kümmerlichkeit versinken würden, dass der im Werke des Denkers wirklich ziseliert ausgearbeitet worden wäre. Das ist merkwürdigerweise nicht der Fall. Obwohl Foucault eben mit seiner Vorstellung der Biopower, mit seinen Gedanken zur Kriminalgeschichte, zur Geschichte des Wahnsinns, Sexualität und Wahrheit, zur Knabenliebe als disziplinierender Form, immer wieder auf diese Grundfigur zurückgreift, erklärt er sie kaum je. Es gibt einen kurzen Interviewband aus den 70er Jahren, da äußert er sich fast in kurzen, knappen Worten zusammen, was er unter einem Dispositiv versteht. Hören wir zu. Was ich, so Zitat, darunter festzumachen versuche, ist erstens ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurzum, Gesagtes ebenso wohl als Ungesagtes umfasst. Soweit die Elemente des Dispositivs. Also das Dispositiv scheint mehr zu sein als die Summe seiner Teile. Das sind nur die Elemente, wenn man so will, die Symptome, die darauf hinweisen. Weiter im Text. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft ist. Zweitens möchte ich mit dem Dispositiv die Natur dieser Verbindung deutlich machen. Also wir sehen hier diesen Bezug zur sozialen Plastik. Also es gibt ein Netz, das alles umfasst. Und Foucault bringt hier erstaunlicherweise, das wäre mein Kritikpunkt schon, nicht die Technologie, sondern die Natur dieser Verbindung ins Spiel. Kurz gesagt, gibt es zwischen diesen Elementen, ob diskursiv oder nicht, ein Spiel von Positionsveränderungen, Positionswechseln und Funktionsveränderungen. Also die Elemente dieses Dispositivs in diesem Netz können sich verändern, aber das Netz scheint irgendwie erhalten zu bleiben. Weiter im Text. Drittens verstehe ich unter Dispositiv eine, sagen wir, Art von Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand zu antworten, im Französischen Urgence. Das Dispositiv hat also vorwiegend eine strategische Funktion. Zitat Ende hier. Wenn wir das vor dem inneren Auge vorbei marschieren lassen, Institutionen, architekturale Einrichtungen,
politische, moralische, philanthropische Lehrsätze, wissenschaftliche Aussagen, administrative Maßnahmen. Kurz, wir können sagen, das ist eigentlich alles. Das ist die DNA der Gesellschaft. Das ist das, was vielleicht früher man ein Gesellschaftssystem genannt hat. Es bezieht sich auf eine Totalität freilich, die zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt eine Bedeutung hat, die, wie Foucault eben auch deutlich macht, sich leicht verändern kann oder zu Brüchen führen kann. Also es ist nicht die Wahrheit, sondern eine historische Formation. Man versteht vielleicht leicht unter diesen Auspizien, warum man Foucault gewissermaßen als einen Post-Marxisten bezeichnet hat. Wie Marx geht er auf als historischer Materialist vor, ja, also schaut sich die Veränderungen an. Allerdings erklärt er die Geschichte nicht damit, dass gewissermaßen ein ökonomisches, kapitalistisches Gesetz darin wirkt, politische Ökonomie, sondern bei ihm ist es die Frage der Symbole, also des Denkens, des Mindsets, wenn wir das neudeutsch sagen wollen. Wenn wir das verkürzen wollen, könnten wir sagen, dass Marx, der nach eigenen Aussagen die Welt vom Kopf auf die Füße gestellt hat, plötzlich einem Nachfolger begegnet, der die Welt wieder auf den Kopf stellt. Und das ist das Dispositiv. Wenn wir gesagt haben, dass das Foucault'sche Dispositiv auf eine Totalität verweist, tut sich ein merkwürdiger Widerspruch auf. Denn Foucault spricht selbst ja von einem entschieden heterogenen Ensemble, das Positionswechsel und Funktionsveränderungen zulässt, was also offenbar eine gewisse historische Wandelbarkeit aufweist und nicht stabil zu sein scheint. Wieso aber spricht man dann noch von einem Dispositiv? Nun, man könnte sagen, das Dispositiv scheint das Netz zu sein, was die Menschen in ihrer Widersprüchlichkeit und in ihrer Wandelbarkeit umfasst. Also ein soziales Netz, in das sie tappen und das sie sich gar nicht mehr richtig bewusst machen. Das könnte durchaus eine interessante Betrachtungsweise für historische Widersprüche der merkwürdigsten Art sein. Zum Beispiel, dass die Ordnung der Amische heute in Amerika noch gegenwärtig ist und eigentlich neben den transhumanistischen Erlösungshoffnungen etwa eines Silicon Valley steht. Oder dass der Flat Earther neben dem Wissenschaftsgläubigen in der gleichen Welt lebt. Hier tun sich Widersprüche, vielleicht Abgründe auf, aber alle scheinen eben auf dieses Netz zu verweisen, in dem diese Widersprüche sich auftun können. Stellt sich die Frage, woher kommt dieses Netz? Wie wird es etabliert? Giorgio Agamben hat dieser Frage ein ganzes Buch gewidmet. Also mehr als Foucault zum Dispositiv gesagt hat, mit der Frage, was ist ein Dispositiv? Und hat gewisse philosophische Verwandtschaften herauspräpariert, etwa zu der Vorstellung des Heideggerschen Gestells, in der also die Technik, eine technische Disposition, die Einrichtung, wie Heidegger sagen würde, also eine Institution, die selbst eine Richtung hat, die in eine Richtung weist, vorgesehen ist. Man könnte eben aber auch das macht Giorgio Agamben, man könnte aber auch gewisse geschichtsphilosophische Bezüge deutlich machen. Hier über den Lehrer Michel Foucault, Jean Hippolyte, einen ausgewiesenen Hegel-Kenner, der von einem Positiv gesprochen hat und damit eine historische Konfiguration gemeint hat, die sich in der materiellen Welt niederschlägt. Das, wie gesagt, all diese Bezüge sind da.
Aber das stellt dennoch die Frage, und so meines Erachtens scheint sie noch nicht hinreichend beantwortet, was ist ein Dispositiv oder genauer, wie kommt etwas in die Welt und wodurch wird dieses Netz letztlich aufrechterhalten und wann kann es reißen? Foucault hat ja seinerseits verschiedene Netze entworfen. Er hat zum Beispiel das mittelalterliche Netz beschrieben, das gedankliche Netz, das über die Analogie funktionierte. Und dann beschreibt er das Netz der Repräsentation, das über den Gedanken der Repräsentation fungiert. Und heute leben wir, ich würde sagen, in dem Netz der Simulation. Aber wie kommt dergleichen in die Welt? Und wie wird ein Netz abgelöst durch ein anderes? Wenn Foucault von einem Dispositiv spricht, so schafft er keinen Neologismus, keinen neuen Begriff, sondern benutzt einen bereits geschichtsträchtigen Begriff, der eigentlich seit der Antike eine gewisse, wenn auch vergessene Bedeutung besessen hat. Die Dispositio meint eines der Stadien bei der Verfertigung einer Rede und verweist uns eben in das Feld der Rhetorik, die, wie wir ja gelernt haben, der Bereich ist, wo zum ersten Mal von Technologia die Rede war. Wie entsteht eine Rede? Eine Rede entsteht, das ist das erste Stadium, zuallererst mit der Inventio, also der Eingebung, der Inspiration. Man hat einen Gedanken, eine Idee zu einer Rede. Das ist der Augenblick, wo der Gedanke in den Kopf hineingerät. Darauf folgt das zweite Stadium, das ist die Dispositio. Da werden die Gedanken in eine Form und in Reihenfolge gebracht. Sie werden gegliedert. Wir haben also die Gliederung der Rede vor uns. Das dritte Stadium schließlich meint die Elocutio. Das ist der Augenblick, wo die Gliederung gewissermaßen in Worte gekleidet wird und wo die Rede ihre Gestalt annimmt. Also wir verstehen hier, warum Foucault vom Gesagten wie vom Ungesagten spricht, also von dem, was dem Gesagten vorausgeht. Das vierte Stadium ist der Augenblick der Memoria. Der Redner verleibt sich seine Rede ein, er memoriert sie und würde das heute Embodiment nennen. Er macht sie sich zu eigen. Sein Körper wird zum Träger der Rede. Und zu guter Letzt kommt es zur Aktio, zur Performance und Darbietung der Rede im öffentlichen Raum. Also wir haben eine hochinteressante Reihenfolge von der Inventio hin zur Aktion. Also vom Gedanken zur Gliederung, zur Sprachwertung bis hin zur öffentlichen Darbietung. Was auffällig ist an dem Foucault'schen Gedanken, wenn wir dieser Reihenfolge folgen, ist, dass er nicht mit dem Anfang der Geschichte beginnt, also der Inventio, der Technologia, wenn wir das so sagen wollen, sondern dass er den zweiten Teil als das entscheidende Moment nimmt, nämlich den Augenblick, wo ein Gedanke zu einem Ordnungssystem wird, zu einem Gefüge, wo die Gedanken in eine Reihenfolge gebracht werden, wo sie gegliedert werden. Foucault setzt also nicht die Innovation, das Neue in den Punkt, sondern geht gewissermaßen von einem Verfügbaren aus. Und das bringt ihn zu der Frage gesellschaftlicher Macht. Das ist meine Kritik. Die Verleugnung der Maschine, die Fokussierung auf das, eine Blackbox, die Blackbox gesellschaftlicher Macht. Wenn wir den Stadien der Verfertigung einer Rede folgen, so gewinnen wir durchaus einiges in Hinsicht auf das Foucault'sche Dispositiv und was es bedeutet. Denn die Aktion, die gesellschaftliche Aktion, der Augenblick, wo man in der Öffentlichkeit zur Tat schreitet, ist in dieser Reihenfolge ja das letzte Stadium. Ihr Vorausgehen, der Augenblick des Embodiment, das hätte ich etwas einfleischt. Zuvor kommt die Elocutio, etwas wird in Worte gekleidet. Noch weiter zurück liegt die Dispositio, also dass die Gedanken in eine Reihenfolge, in eine Ordnung gebracht werden. Und am Anfang steht die Inventio, also das, wovon wir vorzüglich geredet haben, in Hinsicht auf die soziale Plastik aus dem Geist der Maschine.
Tritt ein Sprecher in Aktion, muss er durchaus nicht sich bewusst sein darüber, was eigentlich in all dem, was er sagt, bereits schon vorgeprägt ist, in diesen älteren Stadien. Dass es eben hier einen Moment der Memoria gibt, dass es ein Embodiment gibt, dass es Institutionen gibt, dass es eine Form der Denkfigur gibt und dergleichen. Das, wie gesagt, ist der Weg, den Foucault in seiner Archäologie des Wissens geht. Das heißt, die Dispositio ist das, was mitschwingt, während ich rede, während ich handle, worüber ich mir aber gar nicht bewusst bin. In letzter Zeit ist verschiedentlich das sogenannte bockenführende Diktum eines Verfassungsrechtlers zitiert worden, der sagt, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht erfüllen kann. Kurzum, wir leben von der Substanz, von dem, was das Dispositiv ist, was wir nicht im Blick haben. Worauf Foucault also abzielt, ist letztlich eine Form des gesellschaftlichen Unbewussten. Und er behauptet, dass die Dispositio das Denken strukturiert auf eine Art und Weise, dass den Akteuren selbst nicht bewusst sein muss und dass ein veränderliches historisches Gefüge auf den Weg bringt. Ich würde sagen, an dieser Stelle analytisch betrachtet ist es ein absolut präziser Gedanke. Man könnte tatsächlich eine Institution als Lösung eines Problems auffassen, an das sich niemand mehr erinnern kann. Allerdings verschwindet die Institution, kehrt das Problem zurück. Das heißt, wir haben diese Dialektik, auf die wir verschiedentlich hingewiesen haben, von Ars Memoria und Ars Oblivionis. Also, dass jedes Ding, das uns gesellschaftlich begegnet, irgendwie immer auch eine weltabgewandte, dunkle Seite hat. Oder die, wie ich es genannt habe, die Kultur ist eine Engelmacherin. Irgendetwas wird abgetrieben, ist dunkel. Genau das ist eigentlich der Impuls, aus dem sich das Foucault'sche Œuvre letztlich speist. In seiner Archäologie des Wissens geht er in die Dunkelzonen, in die Darkrooms der Gesellschaft zurück, fragt, wie es aussieht mit dem Wahnsinn, wie es aussieht mit der Macht und dergleichen und macht klar, dass die Macht dort beginnt eigentlich, wo das gesellschaftliche Dispositiv seinen Ausgang hat. Folgen wir dieser Reihenfolge, so löst sich der anfänglich beschriebene Widerspruch zwischen der Unwandelbarkeit und der Wandelbarkeit der Elemente letztlich auf. Das Dispositiv ist das soziale Netz, das den Handlungen der Akteure vorausgeht, das ihnen nicht bewusst sein muss, das sie aber klammheimlich hinterrücks, wenn man so will, strukturiert. Man könnte fast so etwas wie eine platonische Höhlensituation hier vor Augen haben, bei dem die Menschen eigentlich nur den Abglanz der Wahrheit sehen, indes das reine Licht ihnen letztlich entzogen ist. Auf die gleiche Art und Weise geht Foucault davon aus, dass das Dispositiv den Akteuren nicht bewusst ist. Allerdings, und das ist der Unterschied, Foucault redet nicht von einer ewigen Wahrheit und von einer ewigen metaphysischen Wahrheit, auch nicht von einer kantischen Transzendentalphilosophie, sondern er redet als historischer Materialist. Das heißt, das Dispositiv ist eine gesellschaftliche Konfiguration, eine gewisse Übereinkunft über symbolische Grundformen, die einer historischen Entwicklung vorausgehen. Also wir haben es mit einem historischen Materialisten zu tun, der sich nicht auf irgendwelche idealistischen Tummelplätze quasi verflüchtigt. Das Dispositiv ließe sich demgemäß vorstellen als eine Form des historischen a priori, also einer historischen Gegebenheit, die in die Welt geraten ist und das Denken eine Epoche, das Denken von Generationen strukturiert. Das Dispositiv ist also ein Denkraum,
der nicht auf irgendein transzendental-philosophisches Jenseits, auf irgendeine Art von idealistischer Philosophie rekurriert, sondern es antwortet historischen Gegebenheiten. Es ist ein Produkt der Gegebenheiten, eine historische Form. So kommt es in die Welt. Deswegen sagt Foucault, unter Dispositiv verstehe ich etwas, was einer historischen Formation entspringt und auf einen Notstand, eine Urgence antwortet. Und dann kommt eigentlich dieser merkwürdige Satz. Daher hat das Dispositiv eine vorwiegend strategische Funktion. Also wenn wir uns noch mal kurz erinnern, hier wird vollkommen aus dem Blick gelassen, dass wir eine Inventio haben. Also etwas, was wirklich etwas Neues in die Welt bringt und verändert. Bei Foucault beginnt es gleich mit der Frage der Macht. Daher verstehe ich das Dispositiv als eine vorwiegend strategische Funktion. Offenbar antwortet das Dispositiv als Ordnungssystem einen gesellschaftlichen Notstand. Etwas Neues wird etabliert, das eine Situation befriedet und kalmiert oder die Dinge unter dem Deckel hält. Aber es ist eine strategische Funktion, es ist eine Form der Kriegsführung, es ist eine Form der Machtausübung. So sehr man das kritisieren kann, dieses Konzept hat durchaus seine Meriten. Denn was die Frage der Macht anbelangt, nimmt Foucault gewissermaßen den Fokus weg von den großen Einzelnen, den Heroen und dergleichen, diesen großen Gestalten, die angeblich die Weltgeschichte machen, und verlagert es auf die Struktur, auf die gesellschaftlichen Diskurse, auf die Medizin, auf die Art und Weise, wie sich Lehrmeinungen herausbilden, Wissenschaftsdiskurse, all die entschieden heterogenen Elemente, von denen vorhin die Rede war. Macht ist also nicht immer etwas, das man besitzt, sondern man wird gewissermaßen ermächtigt, in einer Struktur eine bestimmte Rolle zu spielen. Ein besonders schlagendes, zugleich simples Exempel ist die Gestalt des absoluten Herrschers oder genauer des absolutistischsten aller absoluten Herrschers, nämlich Louis XIV, Roi Soleil, der Sonnenkönig, der sich in Versailles eine Art von irdisches Paradies dahingestellt hat. Wenn wir diese absolute Herrschaft über die Natur uns wirklich vor Augen halten, dann begegnen wir einem interessanten Punkt. Einerseits sehen wir hier durchaus einen absoluten Machtanspruch, selbst die Bäume müssen beschnitten werden. Andererseits sehen wir, dass er Tribut zollt, und wem? Dem zentralperspektivischen Projekt. Also selbst der Herrscher, der Sonnenkönig, der mehr Macht auf sich vereint als jeder Sterbliche, vielleicht vor ihm, fraglich, ist nicht frei. Er unterwirft sich in seiner politischen Ästhetik einem kollektiven Projekt, in jedem Projekt, das sich in der Wissenschaft, in den Lehrmeinungen, in den juridischen Haltungen, in den Vorstellungen über die Souveränität und dergleichen herausgeprägt hat. Und auf diese Art und Weise hat nebenbei Louis XIV auch seinen Staat gestaltet. Abgesehen vom Kardinal Richelieu hat er durchaus nichts Besonderes gefunden, meinetwegen einen Bürgerlichen zum Wirtschaftsminister, Colbert zum Wirtschaftsminister zu machen. Wir sehen also, Macht ist etwas, das sich gesellschaftlich distribuiert. Es ist ein Netz, es ist ein Gefüge. Und das Gefüge, das Netz wird zusammengehalten durch bestimmte symbolische Vorstellungen, auf die die Gesellschaft sich geeinigt hat. Macht, gesellschaftliche Macht, artikuliert sich also nicht nur in dem Spruch des Königs, sondern sie artikuliert sich überall in der Moralphilosophie, sie durchdringt gewissermaßen alle Bereiche der Episteme, des Feldes des Wissens. Wenn wir uns die Genealogie der Maschine vor Augen halten, so wird vielleicht deutlich, worin die Verwandtschaft
oder mein Verwandtschaftsempfinden für dieses Foucault'sche Konzept besteht. Wir können Ähnliches ja beobachten, etwa bei der Herausbildung der symbolischen Ordnung, wie wir das im Alphabet gesehen haben. Das Alphabet ist eine Zeichenordnung, die ihrerseits einen neuen Begriff von Natur in die Welt bringt, als ein beherrschbares Moment. Stoichos, wohlgemerkt, ist eben ja das Wort, das die Letter, aber eben auch die Naturgewalt bezeichnet. Und aus dieser Ordnung entsteht eine neue soziale Plastik. So wie die Typen einer neben dem anderen stehen, entsteht in der Gesellschaft ein Moment gesellschaftlicher Gleichheit. Zunächst bei den Hoplitenverbänden, dann aber eben auch bei den Athener Bürgern, die im Zeichen der Isonomia, der Gerechtigkeit, der Gleichwertigkeit auf die Einführung der Demokratie plädieren. Wir sehen also verschiedene Schichten, gesellschaftliche Formationen, architekturale Einrichtungen, Diskurse, Gesagtes, Unbesagtes, also all das, was Foucault auch hier aufmarschieren wird, die aus einer symbolischen Ordnung entspringen, die langsam aber sicher gewissermaßen in ein Dunkel, in zu einem Darkroom der Geschichte, Dunkel zurückfällt, zu einem Darkroom der Geschichte wird. So besehen ist diese Foucault'sche Bewegung, die er in der Ordnung der Dinge eine Archäologie des Wissens genannt hat, durchaus ein notwendiger Prozess. Um das Dispositiv sich deutlich zu machen, muss man sich an die geschichtlichen Ursprünge, auf die geschichtlichen Ursprünge besinnen, muss man die Grenzen der Episteme, die Grenzen seines eigenen Gedankenfeldes festhalten. Zum Beispiel im Falle der Aufklärung die Konstruktion der Irrenanstalt, des Wahnsinns, des Anderen, der Alterität in diesem Sinn. All dies, wohlgemerkt, sind absolute Verdienste. Und hier zeigt sich, dass eigentlich diese Gedankenfigur des Dispositivs, die man das auch als eine Form des kollektiven Unbewussten sich vorstellen kann, eine wirklich illuminierende, wirklich eine große Strahlkraft hat. Worin aber besteht, wenn ich nur lobende Worte für das Foucault'sche Dispositiv finden kann, meine Kritik daran? Ich habe es anklingen lassen, die Kritik besteht darin, dass Foucault zwar en Detail zeigt, wie beispielsweise der mittelalterliche Substanzbegriff der neuzeitlichen Repräsentation weicht, wie gewissermaßen ein Dispositiv durch das andere abgelöst wird, aber das vollkommen an ihm vorübergeht die Frage, wie und warum das passiert. Und das hat damit zu tun, dass er die Frage der Inventio nicht in den Blick nimmt. Also die Technologie kommt bei ihm nicht vor. Der Gedanke, dass die Veränderung des mittelalterlichen Machtparadigmas aus der universalen Maschine des Räderwerkautomaten hervorkommt, das ist ihm fremd. Er beschreibt nur die Veränderung des Machtparadigmas und geht, das ist interessant, bei der Etablierung so quasi seines Codes der Repräsentation eben nicht vom 14., 15. Jahrhundert aus, also da, wo die Zentralperspektive tatsächlich erscheint, sondern er kommt auf Velázquez, Las Meninas, 17. Jahrhundert. Es fehlt also die Erklärung, woher die Verschiebung rührt. Damit entgeht Foucault ein ganz wesentliches Moment. Er, in seiner Vorstellung ist das Dispositiv Verfügung, eine Machtmaschine, eine Verfügungsmaschine gesellschaftlicher Macht. Nehmen wir demgegenüber die Inventio in den Blick, können wir sagen, dass es nicht um gesellschaftliche Macht, sondern zuallererst um das Begehren geht. Nehmen wir das Alphabet. Mit dem Alphabet kommt die Idee der Ewigkeit in die Welt. Also wenn A ist gleich A ist gleich A ist, kann ich plötzlich meinen, es gibt so etwas wie immerwährende und wandelbare Wahrheit. Ich kann glauben, dass etwas wie ein unveränderlich gleichbleibendes Sein existiert, das paramedideische Sein. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass die monotheistischen Religionen, als Schriftreligionen dieser Ordnung entspringen. Kurzum,
Das Begehren übersetzt sich in eine Form der sozialen Plastik. Es ist also nicht vorwiegend etwas, was dem Machterhalt, der Machtverfügung antwortet, nicht mal auf einen gesellschaftlichen Notstand, sondern es ist etwas, was mit dem Begehren, mit der Sehnsucht der Menschen zu tun hat. Wenn man so will, Foucault gibt dem Dispositiv eine deutlich negative Tönung, indem er die Frage der Inventio des Begehrens letztlich unterschlägt. Foucaults Vorstellung, dass das Dispositiv auf einen gesellschaftlichen Notstand antwortet, ein Ordnungssystem etabliert und von daher vor allem einer strategischen Funktion folgt, erzeugt gleich zwei Irrtümer. Der erste ist, dass Gesellschaft per se als eine Art oppressives System betrachtet wird, als eine repressive Machtmaschine, die den Einzelnen in eine Art von Labyrinth, von unsichtbaren Zwängen hineinführt. Zwängen, die eben nichts mit einem Begehren zu tun haben könnten. Der zweite Punkt ist, dass die Innovatio hier vollkommen außer Acht bleibt. Wenn wir die Geschichte des Mittelalters, die Foucault als eine Ablösung von der Analogie zur Repräsentation erzählt, neu erzählen wollen, was wir gemacht haben, müsste man die Geschichte des Räderwerkautomaten erzählen, die sich vollkommen anders darstellt. Am Anfang hat man es keinesfalls mit einer repressiven Machtmaschine zu tun, sondern mit der Vorstellung, dass man die Zeit gewissermaßen planen könne, dass die Zeit programmiert wird, dass neuartige Gebilde denkbar wären, wie die gotischen Kathedralen, die mit Arbeitsteiligkeit erzeugt werden. Und es ist kein Zufall, dass der Redewerkautomat zuallererst dem Gottesbeweis souffliert, also der Lobpreisung einer höheren Ordnung. Mit der Zeit aber, und das ist der Punkt, wo dann der Notstand beginnt, wird sichtbar, dass hier ein neuer Fremdkörper in die Welt hineingeraten ist, der mit der alten Welt und den alten Denkfiguren nicht zusammengeht. Also die Idee der Analogie, die Idee der Substanz wird schwierig, das, was Foucault beschreibt. Es wird besonders sichtbar da, wo die Zeit des Räderwerkautomaten übersetzt wird in einen gesellschaftlichen Klebstoff. Also da, wo Zeit Geld wird oder genauer, wo Zeit Zins fordert. Hier begegnen wir dem Tabu, das, was die mittelalterliche Gesellschaft nicht denken kann, nicht zu denken vermag. Der alten Lehrmeinung des Aristoteles folgend, dass Geld ein steriler Reichtum ist, kann ein Zeichen nicht aus sich selbst Kinder gebären. Also Zinsen, das ist unnatürlich, das ist eine Vergewaltigung der Natur. Folglich macht sich die Armada der Scholasten daran, den Zins eigentlich aus der Welt heraus zu eskamotieren, dann schreiben sie all ihre Breviere und Traktate über den gerechten Preis. Aber lässt sich diese neue Ordnung, die ja eine Begehrensordnung ist, programmierte Zeit, lässt sie sich einfach so aus der Welt schaffen? Ein wunderbares Beispiel, Edward the Hammer, der im Jahr 1296 oder 98 sämtliche Juden aus seinem englischen Königreich verbannt. Warum? Weil sie Zinsgeschäfte tätigen. Was passiert? Ist der Zins damit aus der Welt? Nein. Die englischen Wucherer beschweren sich darüber, dass man, wenn man den Wuchergeschäfte betreiben müsse, sich als Jude verkleiden müsse. Kurzum, der Fremdkörper ist in der Welt und er konfiguriert diese Welt um. Wir erleben also, dass ein neues und ein altes Dispositiv, eine Machtmaschine, in Streit miteinander geraten. Das ist zu einer, wenn man so will, epochalen, kognitiven Dissonanz, zu einer Form der Schizophrenie kommt. Und in dieser Schizophrenie, und das kann man beobachten als eine merkwürdige Migrationsgeschichte, wenn man so will, einer kulturellen Epoche, kodieren sich die Institutionen langsam aber sicher um. Was macht man, wenn man den Zins nicht besiegen kann? If you can't beat them,
join them. Also baut, wie Jacques Le Goff erzählt, die Kirche beispielsweise den Himmel um. Sie zieht ein kleines Zwischengeschoss ein und diesen Zwischengeschoss können die Wucherer ihre Sünden abarbeiten. Und dass es schon so erfolgreich ist, diese, wenn man so will, Umkodierung des fremden Körpers, also der Versuch, ihn zu integrieren, ihn einzuhegen, kommen die Leute auf neue Gedanken. Warum nicht zum Beispiel kleine Ablassbriefe in die Welt entsenden, wo man den Menschen sagt, dass sie in diesem Zwischengeschoss ihre Sünden gar nicht abarbeiten müssen, sondern beispielsweise durch Zahlung einer gottgefälligen Gabe den Petersdom nach vorne bringen. Also das heißt, die Sünde wird zum Marktartikel umkonfiguriert. Und wir sehen, dass das alte Europa, das christliche Europa, letztlich in eine neue kapitalistische Ordnung übergeht. Wir sehen gewissermaßen, dass der gesellschaftliche Notstand durch das Begehren der Menschen evoziert und produziert wird. Das heißt, das Dispositiv antwortet nicht auf einen irgendwie gearteten historischen Notstand, sondern es antwortet auf eine Innovatio, die Gesellschaft nicht verdauen kann, dass etwas Neues, eine neue Rede in die Welt hineinkommt. An dieser Stelle beginnt also meine Kritik an dem Foucault'schen Denken. Es ignoriert den Umstand, dass man es mit einer Form des Begehrens zu tun hat. Dass jede Form, jedes Dispositiv, jede soziale Plastik, die dann überlebensfähig ist, deswegen überlebensfähig ist, weil sie ein Begehren befriedigt. Das Alphabet befriedigt das Begehren nach Ewigkeit, nach Identität, nach stabileren Formen. Der Räderwerkautomat befriedigt das Begehren nach programmierter, sicher gewordener Zeit. Es sind Ordnungssysteme, die nicht als Machtsysteme zuallererst sich artikulieren, sondern die als eine Form des Begehrens in die Welt hineingeraten. Trotz alledem, das Foucault'sche Dispositiv ist schon ein großartiger Gedanke, denn es öffnet den Blick darauf, dass die Akteure der Geschichte häufig gar nicht so sehr die Treiber des Geschehens sind, als vielmehr Getriebene. Getriebene, die von einem ausgesprochen oder nicht, von Diskursen, administrativen Erscheinungen, Maßnahmen, philosophischen Lehrsätzen und dergleichen in ihrem Denken strukturiert und vorangetrieben werden, häufig ohne sich darüber bewusst zu sein. Foucault öffnet, das ist die Bewegung seiner Archäologie des Wissens, wenn man so will, den Blick auf ein gesellschaftliches Unbewusstes, auf all die Präfiguration, all das, was unserem Denken vorausgeht, was wir aber so nicht im Blick haben. Was ihm fehlt und wo das Konzept gewissermaßen eine dunkle Schlagseite erhält, wo es eigentlich auch in die Idee letztlich eines oppressiven Gesellschaftsvorwurfs hineingerät, ist das Moment der Innovation. Die Innovation erzählt eine andere Geschichte. Die Innovation erzählt die Geschichte des Begehrens, das sich auf vielfältige Art und Weise entzündet, in der Regel an einer neuen symbolischen Ordnung, am Alphabet, am Redewerkautomaten, am Computer und so zur Herausbildung einer neuen Gesellschaftsordnung führt. Zuallererst zu einem Notstand, weil hier zwei Dispositive miteinander in Konflikt geraten, aber letztlich zur Herausbildung einer neuen Gesellschaftsordnung, die im Zeichen eben dieser Maschine sich artikuliert. Das ist der Aspekt, um den man das gesellschaftliche Machtdispositiv erweitern muss. Das Macht nicht die entscheidende Größe ist. Es geht nicht nur um eine strategische Funktion, sondern es geht auch um eine Ordnung des Begehrens. Es geht darum, dass sich in diesen Bildern etwas einlöst, wovon Menschen träumen. Der Traum der Maschine.